Wir zeigen Ihnen die größten Schätze des Südwestens. Manche nennen mich auch die Königin des Unterkiefers, ja, weil ich immer ein bisschen rot. Aber genau da, wo ich das Ding reingesteckt hatte, genau da war der Ort Loch. Ziehen sich einen Hut über und da, wo der ansetzt, da haben die das irgendwie abgeschlagen. Wir zeigen Ihnen die größten Schätze des Südwestens, also die, für die Sie quasi nur aus der Haustür fallen müssen, um sie sich anzuschauen. Das ist ja das Tolle. Einige der größten Schatzfunde der Weltgeschichte wurden bei uns gemacht, also zwischen Eifel, Bodensee, Pfalz und der Schwäbischen Alb. Der Archäologe David Hisnauer auf dem langen Weg zu einem der größten Schätze des Südwestens. Im Depot des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Der Schatzfund von Neupotz. Er füllt ganze Regalreihen. Wir haben es hier mit dem größten römerzeitlichen Hortfund der Welt zu tun. Mit 1500 Objekten und fast über einer Tonne an Gewicht. Es ist ein Schlaglicht auf die Alltagskultur der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus. Und das ist die Bedeutung dieser sehr seltenen Hortfunde. Objekte aus Silber, Kupfer und Eisen, scheinbar wahllos zusammengewürfelt. Der Grund dafür: all diese Gegenstände sind Diebesgut, das Ergebnis eines Raubzugs. Das Besondere ist, dass wir es hier im Grunde mit lebendigen Funden zu tun haben. Wir haben Funde aus Haushalten, wir haben Funde aus Siedlungen, möglicherweise von Händlern, Werkstätten. Wir haben Funde aus Heiligtümern. Wir haben ein sehr breites Spektrum, einerseits mit Funden, die wirklich aus dieser Zeit der Plünderung stammen, andererseits mit Funden, die zum Zeitpunkt der Plünderung Antiquitäten dargestellt haben. Also Stücke, zum Teil sehr wertvolle Stücke aus Heiligtümern, die von den Germanen geplündert wurden und eben mit in das sogenannte Barbarikum genommen werden sollten. In den Jahren um 250 nach Christus war das Römische Reich verwundbar. Diverse Kaiser und Gegenkaiser bekämpften sich untereinander. Das bot den Germanen die Chance, den Rhein fast ungehindert zu überqueren und ins Reich einzufallen. Plündernde Germanen weiteten ihre Raubzüge bis an den Atlantik aus und brachten Reichtümer aus Aquitanien zurück nach Hause. So gelangte dieser Schatz nach Neupotz am Rhein. Gefunden wurde er hier, von diesem Mann, Willi Kuhn. Er ist Kiesgrubenbesitzer. Eine seiner Gruben liegt genau dort, wo vor 1700 Jahren der Rhein floss. Wir stehen hier auf dem neu errichteten Hochwasserschutzdamm, den es natürlich weder zur römischen Zeit noch vor 10 Jahren gegeben hat. Das ist auch der Bereich des römischen Rheinlaufes, der zu jener Zeit aktiv gewesen ist. Und die Funde wurden hier in diesem Bereich gemacht, erst Einzelfunde. Und nachdem wir ja gegen den Rheinstrom gebaggert haben, kamen dann immer die schweren Funde, die viel schneller abgesunken sind. Bis zum August 1980, da kam es dann haufenweise, da kam der erste große Kessel mit 28 Gefäße in dem Kessel drin. Das war natürlich das Highlight. Die Kuhns waren durch Zufall auf diesen ungeheuerlichen Schatz gestoßen. Nach damaliger Rechtslage gehörte ihnen das alles. Aber sie gaben den Schatz ans Museum ab und behielten die Begeisterung und den Finderstolz. Der Kessel war in dem Greifer nur an der Seite eingeklemmt. Gott sei Dank ist der Baggerfahrer gleich über die Abkippstelle gefahren mit dem, und da ist er schon runtergefallen. Also 30 Sekunden früher wäre der Kessel wieder in den Baggersee gefallen und da lag er dann 7 Meter über Wasserspiegel
und war bestimmt 100, 120 Kilo schwer. Wenn man das erlebt, dann steht man mindestens 2 Meter über dem Boden. Das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis, so ein Glück zu haben, solch einen Schatz mit diesen wunderschönen Gefäßen zu bergen. Das Gefühl ist einfach toll. Aber warum ist der Schatz vor 1700 Jahren überhaupt im Rhein versunken? Trotz der innenpolitischen Wirren und Verwundbarkeit durch Feinde von außen verfügten die römischen Truppen über eine funktionierende Rheinflotte. Die konnte die Grenze zwar nicht lückenlos sichern, aber sie konnte schwer beladenen Plünderern den Rückweg abschneiden. Am Rhein angekommen, haben die Germanen sehr wahrscheinlich aus Sorge um eine Versenkung durch die römische Rheinflotte ihre Beute geteilt und haben versucht, in mehreren kleinen Gruppen den Rhein zu überqueren. Dass wir diese Hortfunde aus dem Rhein bei Neupotz und Hagenbach haben, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ihre Sorge berechtigt war, nämlich dass Gruppen von Germanen sehr wahrscheinlich von der römischen Rheinflotte überrascht und dann auch versenkt worden sind. So endete dieser Raubzug im Jahr 260 für die Germanen wahrscheinlich in einem Fiasko. Zumindest ein Teil der Plünderer wurde gefasst. Ironie der Geschichte: die Fußfesseln hatten die Germanen vielleicht sogar selbst mitgebracht. Eine von ihnen war Teil des Fundes. Ein Stück, das die Beuteteilung so gut dokumentiert wie kaum ein anderes, ist der Silberteller. Ich halte hier die eine Seite in der Hand. Man kann hier die Hackspuren durch die Axt noch sehen. Dieses Stück wurde in Neupotz im Altrhein gefunden und etwa 100 Meter weiter wurde dieses Fragment des Silbertellers gefunden. Und das zeigt eben, oder es illustriert diese Sorge, die die Germanen vermutlich hatten, die Sorge vor der römischen Rheinflotte, die dann dazu geführt hat, in einer eiligen Aktion diese Beute, und das müssen wirklich, wirklich große Mengen an Objekten gewesen sein, diese Beute zu zerteilen und jede Gruppe ihr eigenes Glück versuchen zu lassen. Die Größe des Schatzes ist überwältigend. Sein Zustand ist es nicht. Nach 1700 Jahren sind Objekte und Rheinkies fast miteinander verschmolzen. Für mich bedeutet dieser Schatz vor allen Dingen jede Menge Arbeit, weil es, wie gesagt, der größte Hortfund dieser Art ist. Und hier kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass wir ganz viele kleine Kiesel eingelagert haben, die unglaublich schwer wegzuschleifen sind, weil sie sehr hart sind. Eine Sisyphos-Arbeit, die immer mehr Regalmeter füllt, im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Der Schatz von Neupotz wurde mit einem Kiesbagger gefunden. Die meisten Schätze aber werden mit kleinerem Gerät aufgespürt. In echter Handarbeit. 1939, oder genauer im Mai des besagten Jahres, fanden Kanalarbeiter in Planich, in der Nähe von Bad Kreuznach, in 1 Meter Tiefe einen Blecheimer. Hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, aber der Lehrer Johann Merkelbach entdeckte, dass dieser Blecheimer vergoldet war. Es war ein archäologischer Sensationsfund. Der Fundort entpuppte sich als Friedhof aus der Frankenzeit. Hier war der Träger des Spangenhelms in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts bestattet worden. Ein Blick in den Helm offenbart, dass die Verwechslung mit einem rostigen Eimer nicht so abwegig war, wie es sich anhört. Neben dem Helm fanden die Ausgräber eine reiche Grabausstattung. Sie ist im Landesmuseum in Mainz nachgebaut worden. Einige Details deuten darauf hin, dass der Bestattete Christ gewesen sein könnte. Angehöriger einer Religion, die sich zu der Zeit gerade erst durchsetzte.
Wir haben hier vorne auf der Frontspange zwei sogenannte Andreaskreuze dargestellt. Das heißt aber nicht, ob das er wirklich Christ gewesen ist, weil eben das einfach auch ein Symbol war, was vielleicht auch vorher schon auf dem Helm gewesen ist, bevor er vielleicht diesen Helm verliehen bekommen hat. Dafür spricht auch die Münze, die man dem Toten in den Mund gelegt hatte und die seit Jahrhunderten übliche Bestattung mit allen Waffen. Wir wissen durch diesen Helm, aber auch durch sein kostbar verziertes Schwert, dass er eine sehr hochgestellte Persönlichkeit war, wahrscheinlich ein ranghoher Militär, der hier in dieser Region wahrscheinlich eine kleine Heergruppe kommandiert hat. Also dieser Fund ist für uns ein ganz besonderer Schatz, auch ein absolutes Highlight, weil es gibt insgesamt gerade von diesen byzantinischen Spangenhelmen insgesamt nur 3 Dutzend auf der ganzen Welt und es sind nur wenige so gut erhalten, auch wie unserer. Also für uns ein absoluter Schatz. Aus dem Landesmuseum in Mainz in die Pfalz. Hier in Herxheim wurden Funde gemacht, die man durchaus als makaber bezeichnen könnte. Erst tauchte ein Schädel auf, dann ein Dutzend und dann ganz viele. Herxheim machte Schlagzeilen. Nicht nur in archäologischen Fachzeitschriften, sondern auch in der Bild-Zeitung. Hier am westlichen Stadtrand sollen die Herxheimer ihre Frauen und Kinder am Spieß gegessen haben. 1996 sollte ein Gewerbegebiet entstehen, aber zuerst kamen die Archäologen. Bei Bauvorhaben im Südwesten ist das Routine, aus der aber in diesem Fall schnell eine wissenschaftliche Sensation wurde. Denn was die Ausgräber fanden, war beispiellos, weltweit. Ein riesiges Knochenfeld tauchte auf. Die Anthropologin Silja Bauer untersucht die Knochen. Ob Kannibalen am Werk waren, ist fraglich, aber gemordet wurde definitiv. Das waren allesamt frische Leichen, das konnten wir ganz eindeutig feststellen. Das können wir anhand der Vielzahl der Schnittspuren sehen, dass der wirklich noch die frischen Leichen zerlegt und zerschlagen wurden. Anschließend hat man den Knochen gesäubert. Da hat man vor allem Schnittspuren im Bereich der Muskelstränge gefunden, also der Muskelansatzstellen. Die hat man durchschnitten und konnte so das Fleisch vom Knochen lösen. Es wurden die Überreste von etwa 500 Opfern gefunden. So genau weiß das aber keiner, weil die Leichen in kleinste Teile zerlegt und regelrecht ausgeweidet wurden, wie Details beweisen. Zum Beispiel an der Wirbelsäule. Das gibt für diese Behandlung der Wirbelsäule und der Trennvorgang zwischen Rippen und Wirbelsäule, der ist ein spezifisches Teil des französischen Jagdvokabulars, das heißt da Levé de l'Échine, also wenn man das Wild schon im Wald auseinandernimmt, dann will man nicht alles mitnehmen, was sowieso nur Abfall ist. Und man trennt, genau wie wir das hier in Herxheim bei den Menschen beobachten können, eben die Wirbelsäule aus dem Rücken heraus. Das Levé ist einfach Herausheben der Wirbelsäule, dann kann man natürlich die beiden Brustkorbteile schön auseinandernehmen. Und das ist dieser Ausdruck, der bei den französischen Anthropologen auch so verwendet wird für diese Praxis, eben auch Menschen so zu zerlegen. Was auch immer hier passierte, die Täter handelten nicht planlos. Alle Schädel wurden zum Beispiel auf die immer gleiche Art zerschlagen. Aber im Grunde müssen Sie sich vorstellen, dass die sich so einen Bereich der sogenannten Hutkrempenlinie gewählt haben. Ziehen sich einen Hut über und da, wo der ansetzt, da haben die das irgendwie abgeschlagen. Und das ist ein Knochen, das heißt, sie können das natürlich nicht wirklich, das ist ja nicht abgesägt, sondern man hat mit Steinbeilen sehr gezielte Schläge vollzogen. Und da muss man, denke ich, auch sehr vorsichtig sein. Wir können das natürlich nicht nachproduzieren, weil wir haben jetzt keine Menschen als Versuchskaninchen.
Landesarchäologin Andrea C. Planz und ihr Team haben in jahrelanger Spurensuche herausgefunden, was in Herxheim passiert ist. Die Frage ist die nach dem Warum. Und das wird wohl noch auf lange Zeit ein Rätsel bleiben. Neben den Knochen wurde auch wertvolle Keramik gefunden, sogenannte Bandkeramik, nach der diese Epoche benannt wurde. Genau wie die Leichen wurden auch Schalen und Töpfe erst zerschlagen und dann in Gruben entsorgt. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir hier ein sehr komplexes Ritual vorliegen haben, durch das sich wie ein roter Faden Zerstörung zieht. Wir wissen natürlich nicht, was in Einzelnen die Handlungen innerhalb des Rituals waren. Wir können nur die Ergebnisse konstatieren. Die Ergebnisse sind alles, was irgendwie in diesem Ritual eine Rolle spielte, wird zerstört. Bis hin zu Menschen, die ganz offensichtlich hier als Menschenopfer, wenn Sie so wollen, auch eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber auch Hinweise auf die möglichen Täter. Skelette, die nicht entsorgt, sondern die hier bestattet wurden. Das ist der berühmteste Tote aus Herxheim tatsächlich, der Herxi. So wurde der von der Dorfbevölkerung gleich genannt, als man ihn ausgrub. Er war das erste vollständige Skelett, was wir hier fanden. Wir haben einige dieser typischen Bestattungen aus der Bandkeramik, eine sogenannte Hockerbestattung. Man sieht das mit angehockten Beinen, die Arme so ein bisschen vorm Gesicht oder hinterm Rücken, so eine Art Schlafstellung. Und er ist sozusagen hier eine Ausnahme, denn wir haben ja eigentlich keine Bestattung. Wir haben ja in kleine Teile zerlegte Leute, die eben nicht das typische Begräbnisritual widerspiegeln. Andrea C. Planz und ihr Team suchen weiter nach einer Erklärung. Das Rätsel von Herxheim ist noch lange nicht gelöst. Letztendlich ist es das Streben und Schaffen des Archäologen, nicht unbedingt nur Goldschätze auszustellen im Museum, sondern Geschichten zu erzählen anhand der Funde. Und Herxheim ist natürlich etwas, was ich mit drei Goldmünzen, deren Herkunft ich nicht kenne, gar nicht vergleichen kann. Denn hier kann ich eine riesige Geschichte erzählen. Wir haben aus der gesamten Vorgeschichte Europas nicht einen Fundplatz, der mit Herxheim wirklich auf eine Stufe zu stellen ist. Und vielleicht wird die Gemeinde in der Pfalz bald wieder für Schlagzeilen sorgen. Mein ganzes Leben ist ein Scherbenhaufen. Viele wollen mit diesem Spruch ja ihren Weltschmerz zum Ausdruck bringen. Für einige ist dieser Satz aber auch nur die Beschreibung ihrer großen Leidenschaft. Zu denen gehört Anja Schäfer im Historischen Museum der Pfalz. Die Restauratorin für Porzellan verbringt einen großen Teil ihres Arbeitstages mit dem Versuch, aus Bruchstücken des weißen Goldes wieder ein Ganzes zu machen. Es ist eine Art 3D-Puzzle. Manchmal findet man überhaupt nichts. Hier ist es relativ einfach, weil ja auch das Motiv die Suche der Scherben erleichtert. Wenn man einen einfarbigen vorgeschichtlichen Topf hat, dauert es natürlich länger. Mal findet man nichts und dann ist in 5 Minuten der ganze Teller fertig. Und das ist natürlich toll, wenn der Teller dann auch wirklich fertig ist. Oft hat sie es mit Exponaten zu tun, die schon mal ausgebessert wurden. Mit aus heutiger Sicht fragwürdigen Methoden. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, was mit dem armen Objekt so passiert ist. Aber ändern kann ich es auch nicht und ich muss das Beste draus machen. Ich würde Metallteile auch nie wieder einsetzen. Ich werde auch die Flügel nicht nochmal ansetzen, weil ich weiß, es gehört einfach nicht dazu. Entweder ich finde ein Muster, eine ähnliche Gruppe, wo ich die Flügel abformen kann, oder ich modelliere das neu und mache sie dann dran. Aber dann kann mein Kollege in 20 Jahren sehen, hoppla, die sind aus Kunststoff, die gehören nicht zum Objekt. Aber es wäre trotzdem von der Optik her wieder vollständig für die Besucher. Aufgabe der Restauratoren ist es heute, Objekte nicht einfach auszubessern und optisch wieder schön zu machen, sondern sie im Originalzustand zu erhalten oder den Originalzustand wiederherzustellen.
Das war jetzt erst der Anfang. Jetzt, nachdem die Ölfarbe runter ist, sieht man, wie das Stück aussieht. Und man kann erkennen, dass der Kollege, der da vorher Hand angelegt hat, Metallarmierungen benutzt hat, um die Ergänzung zu fixieren. Das heißt, mein Kollege hat das wieder schön gemacht, indem er einfach ein neues Teil noch angebastelt hat. Handwerklich durchaus einwandfrei, nur in der Wahl der Materialien würde man das heute etwas anders machen. Damit ein Original auch ein Original bleibt, bis ins Detail. Aus der Pfalz nach Heidelberg, zu einem der ältesten Kapitel in der Geschichte des Südwestens. Christina Eck arbeitet im Museum für Geowissenschaften der Universität. Sie betreut die Schätze der Urgeschichte. Einer davon hat Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Der Unterkiefer von Mauer. Er gehörte zu einem Mann, der möglicherweise im Neckar ertrunken ist. Das allein wäre noch keine Sensation. Zu der wird es erst durch sein Alter. Er starb vor über einer halben Million Jahren. Das Besondere war, als man den gefunden hat 1907, dass es der dritte Fund eines Urmenschen war weltweit. Man hat ihn ja damals 1907 auf ein Alter von 500.000 Jahren datiert. Mittlerweile sind wir jetzt schon bei 609.000 Jahren durch neue Datierungsmethoden. Und damit ist er immer noch der älteste Mitteleuropäer überhaupt. Ja, und das macht ihn so wahnsinnig wichtig. Und im Stammbaum des Menschen steht er halt direkt vor Neandertaler und uns, Homo sapiens. Und damit nimmt er natürlich eine Schlüsselstellung ein im Stammbaum des Menschen. Dieser Unterkiefer war der erste seiner Art. Nach ihm wurden alle weiteren Funde benannt. Homo erectus heidelbergensis. Als dieser Mensch lebte, da gab es bei uns im Südwesten noch Nashörner, Flusspferde und Säbelzahntiger. Gefunden hat man ihn hier, in der Sandgrube von Mauer, unweit von Heidelberg. Diese Sandarbeiter, die haben das damals auch alles als Handarbeit gemacht. Also mit Schaufeln und Pferdekutschen wurde das hier wegtransportiert. Und dann haben die immer mal wieder dabei Knochen gefunden. Und der Professor Schüttensack, der den Unterkiefer beschrieben hat, der hat diese Sandarbeiter darauf hingewiesen, auf Fossilien zu achten und hat ihnen auch ein Knochengeld bezahlt, wenn sie welche bei ihm abgeliefert haben. Und tatsächlich dann am 21. Oktober 1907 hat der Daniel Hartmann wieder mal so eine Schaufel auf das Sieb geworfen. Und dann ist was runtergefallen und er hat es in die Hand genommen und hat gesehen, oh, da sind Zähne dran, menschliche Zähne. Und hat es dem Grubenpächter gesagt, dem Josef Rösch. Und der hat dann den Professor Schödensack alarmiert und der kam dann sofort am nächsten Tag hierher. So schnell war der noch nie in Mauer und hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, tatsächlich, wir haben einen Urmenschen. Und der Daniel Hartmann, so sagt man, ist am Tag des Fundes in seine Stammgaststätte gegangen und hat gerufen, heit ha wieder Adam gefunden. Also heute habe ich den Adam gefunden. Und deswegen diesen Spitznamen Adam, den hat er bis heute. Ein Mensch, der vor 600.000 Jahren starb. Für viele Wissenschaftler ist er aber noch höchst lebendig. Ich habe auch geträumt, dass ich ins Museum komme und er liegt umgekehrt in der Vitrine oder er ist weg oder er fällt mir runter. Ja, solche Sachen, da wache ich dann wirklich schweißgebadet auf. Und ja, und ich rede auch manchmal mit ihm, wenn ich aus dem Tresor raushole, so komm, jetzt kannst du wieder in die frische Luft. Und ja, es ist einfach ein ganz besonderes Verhältnis. Und ich bin auch wirklich stolz, dass ich auf diesen Unterkiefer aufpassen darf. Und manche nennen mich auch die Königin des Unterkiefers, da werde ich immer ein bisschen rot. Aber es ist wirklich eine tolle Geschichte. Eine Geschichte, die am Neckar geschrieben wurde, der hier vor 600.000 Jahren entlang floss. Thank you.
Der Südwesten ist voll von Schätzen, auch wenn die wenigsten so alt sind wie der Unterkiefer von Mauer. Der nächste Schatz ist gerade mal 2.500 Jahre alt. Gefunden wurde er 1978 in Hochdorf an der Enz. Hier fanden die Archäologen ein unversehrtes Fürstengrab mit allen Beigaben, unter anderem der letzten Ruhestatt des Toten. Sie befindet sich heute im Landesmuseum in Stuttgart. Wir stehen hier in unserem Depot. Da haben wir im Moment eines der wertvollsten Objekte, das wir im Landesmuseum aufbewahren dürfen, zwischengelagert. Das ist die Sitzbank, das Sofa aus dem Grab von Hochdorf, ein Bronzemöbel, auf dem der Tote zur Bestattung aufgebahrt war. Ein solches großes, fast 3 Meter langes Sitzmöbel aus Bronze nördlich der Alpen ist einzigartig. Das Spannende ist, dass zu diesem Stück ein Unterbau gehört, ein Unterbau bestehend aus einem eisernen Gestänge und 8 Tragefiguren. 8 Tragefiguren, das sind kleine Frauen mit erhobenen Armen, die nun zu 8 dieses Sitzmöbel gestützt haben. Und diese Frauen sind wiederum auf kleinen, beweglichen Rädern gelagert. Das heißt, dieses Möbel war in Querrichtung rollbar. So wurde der Tote auf der Sitzbank gefunden. Bewacht von bronzenen Löwen. Die gehörten zu einem weiteren Objekt von gigantischen Ausmaßen. Diese Löwen, die wir hier sehen, die gehörten zusammen mit 3 großen Henkeln, sogenannten Attaschen, zum Schmuck eines griechischen Kessels, eines großen Kessels mit einem Fassungsvermögen von über 500 Litern. Der im Grab gefunden worden ist, unmittelbar neben der Sitzbank, dem Sofa. Und diese Löwen, die zierten den Rand des Kessels. Und das Spannende ist, dass wir unter diesem wohl einheimischen Stück noch die Nietlöcher eines verloren gegangenen griechischen Löwen gefunden haben. Das heißt, dieser Löwe ersetzte einen verloren gegangenen griechischen Löwen. Bei seinem Tod vor etwa 2500 Jahren wurde der Fürst von Hochdorf mit reichen Beigaben aus Gold geradezu überhäuft. Es gibt andere bedeutende sogenannte Fürstengräber. Aber Hochdorf ist wegen seiner Ausstattung einzigartig. Das Ensemble von Hochdorf mit Kessel, mit der Sitzbank, anderen Objekten ist sicherlich einer der bedeutendsten Grabfunde der europäischen Vorgeschichte überhaupt. Der Fund war eine Sternstunde für die Archäologie. Eine andere Sternstunde erlebten die Archäologen in der Pfalz. Nicht auf dem Acker wie in Hochdorf, sondern in der größten romanischen Kirche der Welt. Früher war es so üblich, nach Kriegen den besiegten Gegner auszuplündern, quasi als Wiedergutmachung für die entstandenen Kriegsschäden. Das haben auch die französischen Truppen vor 200 Jahren gemacht. Sie waren auf der Suche nach dem Kirchenschatz im Dom zu Speyer. Aber so ist das manchmal bei Plünderern. Die übersehen in der Eile das Beste. Und wenn man Glück hat, wird das dann Jahre später gefunden. Genau 106 Jahre sollte es dauern, bis der eigentliche Domschatz gefunden wurde. Unter dem Boden der Kirche. Die meisten der sichtbaren Objekte fielen der Plünderung oder der Säkularisierung unter Napoleon zum Opfer. Viele wurden eingeschmolzen oder umgearbeitet. Ein Teil der badischen Kroninsignien stammt aus dem Speyerer Dom. Erhalten blieben die verborgenen Schätze. Die sind der eigentliche Reichtum des Speyerer Domschatzes. Der Speyerer Domschatz ist einzigartig dadurch, dass er neben dem, was jeder Domschatz enthält, nämlich liturgische Geräte, Gewänder, die Beigaben aus den Gräbern der salischen Kaiser enthält. Der Speyerer Dom ist ja von den salischen Kaisern gegründet worden.
Und die große Besonderheit, die Speyer wirklich auszeichnet vor allen anderen Kirchen in dieser Zeit, ist, dass sämtliche saalischen Kaiser hier bestattet worden sind. Also von Konrad II. Bis zum letzten saalischen Kaiser Heinrich V. Wem die saalischen Kaiser nichts sagen, von einem hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Heinrich IV., das war der mit dem berühmten Gang nach Canossa. Ihre Gräber hat man 1900 geöffnet und hat damals eine ganze Reihe von Grabbeigaben bergen können, Textilien, aber auch beispielsweise 4 Grabkronen aus Kupfer. Und das sind die ältesten, bekanntesten Grabkronen Europas überhaupt. Die echten Kronen, die man als König oder Kaiser zu Lebzeiten trug, blieben über der Erde und wurden an den Nachfolger vererbt. Das ist die Grabkrone von Konrad II. Konrad II. Hat den Speyerer Dom gegründet und er ist dann auch als erster der saalischen Kaiser 1039 im Speyerer Dom beigesetzt worden. Die Krone ist ein einfacher Reif aus Kupferblech. Es war also kein wertvolles Material, das verwendet wurde. Die Kronen sind reine Funeralkronen, also wirklich nur fürs Begräbnis geschaffen. Gefunden wurden sie zusammen mit den sterblichen Überresten in diesen Bleisärgen. Die konnten luftdicht verschlossen werden. So wurden die Leichname der Kaiser perfekt konserviert. Das große Glück ist, dass man schon im Jahr 1900 bei dieser Graböffnung überhaupt eine große Zahl an Fotografien anfertigte, die uns heute sehr viele Details auch über die Grabung verraten. Und das Besondere, Sie sehen also hier sehr gut, wie der Mantel über die Leiche gebreitet war. Man sieht auch, wie gut er zum damaligen Zeitpunkt noch erhalten war. Des Kaisers alte Kleider, fast 1000 Jahre alt. Und seine Krone. Ohne Zweifel große Schätze des Südwestens. Der nächste Schatz wurde in Heidelberg gefunden. Nicht in einer Kirche, sondern unter einem Parkplatz. Dem Parkplatz des Medizinischen Instituts der Universität. Gefunden wurde er vor knapp 50 Jahren. Von einer Legende der Archäologie. Bernd Mark Heukemes. Hier draußen an der Frankfurter Straße in Heidelberg-Neuenheim wird nun in diesem Winter eine große Fernverkehrsstraße ausgebaut, die Frankfurter Straße. Und hier sind wir nun in Eis und Schnee, kurz nach Neujahr, auf römische Funde gestoßen. Ganz in unserer Nähe steht der Bagger, der damals auf eine römische Straße stieß. Wir fanden Kies und eine Buntsandsteinstückung und sahen dann gleich am Ausbau, dass es die Römerstraße von Heidelberg nach Ladenburg gewesen sein muss. Dicht bei der Straße stieß dann der Bagger plötzlich auf ein Gefäß. Das heißt, genauer gesagt, auf 2 Krüge, die er beschädigte. Na, ich glaube, ich muss meinen Vorarbeiter Winkler einmal fragen, der dabei war. Herr Winkler, kommen Sie doch mal her. Wie war denn das damals, als wir mit dem Bagger auf die beiden ersten Krüge stießen? Ja, der Bagger, der hat die 2 Krüge also in Schäbe gemacht. Wir haben dann sofort abgestoppt und haben mit Spachtel vorsichtig ausgegraben. Da haben wir dann Urne, Öllampe, Münze und so weiter, haben wir alles rausgelegt. Das war damals das erste Grab. Nun, wir sind schon bedeutend weiter. Heute sind wir an dem Grab 203 angelangt. Daraus wurden dann im Laufe der Jahre mehr als 1400. Im Kurpfälzischen Museum Heidelberg hat Andreas Hensen die Funde ausgewertet. Jeder Karton steht für ein Grab. Jedes Grab für eine Geschichte.
Wir kennen eine Vielzahl von Beigaben, mit denen diese Gräber ausgestattet worden sind. Und das ist ein Karton, der eine Auswahl von Beigaben einer Bestattung enthält. In diesem Fall haben wir ein etwas seltenes Stück. Das ist eine Spielpuppe, eine Gliederpuppe, die von Kindern benutzt wurde und die ein Symbol dafür sein sollte, dass hier ein Mensch zu früh verstorben ist. Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung berührt es uns bei aller Routine, wenn wir sehen, dass das Grab eines kleinen Kindes doch besonders ausgestattet worden ist. Da spiegelt sich durchaus der Schmerz der Eltern wider. Ein anderes Grab hat weltweit Aufsehen erregt. Der speziellen Beigaben wegen. In diesem Grab sind nicht nur diese unverbrannten Schröpfköpfe erhalten geblieben, sondern auch mindestens zwei medizinische Instrumente, die mit dem Toten auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Im einen Fall handelt es sich um Reste einer Spatelsonde, die für die Untersuchung des menschlichen Körpers diente, und ein kleines Schärchen, mit der man die Wunde behandelte bzw. Haar entfernte. Diese Beigaben waren zwar nicht besonders wertvoll, aber aussagekräftig. Nach der Restaurierung der Beigaben stand fest, dass es sich offensichtlich um eine Person handelt, die einen medizinischen Beruf ausgeübt hat. Das war schon etwas Besonderes. Zur Sensation wurde die Geschichte dann aber als das Ergebnis der anthropologischen Analyse, das heißt der Untersuchung der menschlichen Knochenreste, vorlag. Und das zeigte eindeutig, dass es sich um eine weibliche Person handelt, zum einen, und dass sie ein Alter zwischen 30 und 35 Jahren erreicht hat. Die Frau war Chirurgin. Eine Erkenntnis, die das klassische Rollenverständnis über den Haufen warf. In Sachen Gleichberechtigung waren die Römer offensichtlich ziemlich weit. Das Interessante ist, dass diese römische Ärztin im Universitätscampus in Heidelberg entdeckt wurde. Eine Universität, die erst im Jahre 1900 die erste Frau zum medizinischen Studium zugelassen hat. Anderthalb Jahrtausende, nachdem schon mal eine Ärztin operiert hatte in Heidelberg. Zurück nach Mainz, ins Landesmuseum. Auch hier wird operiert. Allerdings nicht am Menschen, sondern an Kunstwerken. Hans-Peter Schnellbecher ist Restaurator. Sein Spezialgebiet sind Metalle, wie Broschen und Fibeln. Die sind oft in einem erbärmlichen Zustand, wenn sie nach Jahrhunderten aus der Erde kommen. Der Restaurator hat dann nur Fragmente zur Verfügung. Ich habe als Kind schon sehr gern gepuzzelt, nur hier ist es etwas anders mit dem Puzzle, weil alle, man kann sagen, 99% aller Puzzleteile sind fehlerhaft. Das heißt, es fehlt ein großes Teil von den Puzzlen und sind selten komplett. Und umtauschen geht leider auch nicht. Hans-Peter Schnellbecher hat noch nie aufgegeben. Hoffnungslose Fälle gibt es für ihn nicht. Nein, nein. Da habe ich meinen Ehrgeiz, der ist so groß. Nein, also kapituliert noch nicht. Da setze ich alle Energie, die ich habe, dran und werde das zu einem guten Abschluss bringen. Wie bei der großen Adlerfibel. Die wirft auch am Stück noch Fragen auf. Wir datieren sie im Moment so auf die Jahre 980 bis 1000 nach Christus.
Wir wissen aufgrund der Symbolik und aufgrund der Herstellungsart, dass es vermutlich einer Kaiserin gehört hat. Aber welcher Kaiserin genau, das können wir leider nicht sagen. Gerade bei solchen exzeptionellen Stücken stellen wir vor allen Dingen stilistische Überlegungen an. Wir überprüfen, wie dieses Herstellungsmerkmal ist, also wie die Granulation hergestellt worden ist, der Goldfiligrandraht, und stellen Vergleiche zu anderen Objekten an. Hier liegt es jetzt nahe, die Kaiserkrone, die in Wien aufbewahrt wird, direkt damit zu vergleichen, weswegen wir dann eben auf unseren zeitlichen Ansatz kommen. Die Adlerfibel ist zweifellos ein Schatz. Aber keine Legende, denn auf der ganzen Welt gibt es ja nur eine Handvoll Schätze, die es zu echtem literarischen Ruhm gebracht haben. Die beiden bekanntesten sind wahrscheinlich erstens der Heilige Gral und zweitens der Schatz der Nibelungen. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesagt. Der Schatz hat Mediengeschichte geschrieben. Von der Oper bis zum Stummfilmklassiker. Von Freud und Hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Verborgen soll er sein, tief im Rhein. Möget ihr nun Wunders hören sagen. Hans-Jörg Jacobi ist Maler, Architekt und Schatzsucher. In jahrelanger Kleinarbeit hat er die Geschichte des Schatzes erforscht. Für ihn ist das Nibelungenlied eine genauso verlässliche Quelle wie die Epen Homers. Und mit dem wurde schließlich Troja gefunden. Im Nibelungenlied, da steht ja drin, er wurde versenkt, Zem, Loche. Loche groß geschrieben, und da sind sich die Forscher ausnahmsweise mal einig, Loche heißt Lochheim. Und dann hat man gesagt, da müssen wir mal gucken, wo Lochheim ist. Ja, und dann kam der erste spannende Effekt. Ich habe gesagt, wenn das von Worms ausgeht, den Rhein ab, irgendwann gibt es ja diese ominöse Kurve, nicht? So in diesem Bereich, da rein vom Psychologischen. Wenn so eine Kurve kommt, dann mache ich es. Ja? Und da habe ich dann eine Eisbärnadel genommen und in eine Karte reingesteckt und gesagt, in dem Umkreis müsste man eigentlich den Ort Lochheim finden. Und den haben wir dann tatsächlich in alten Flurkarten auch gefunden. Und da kam der erste Gänsehaut, echte Gänsehauteffekt, aber genau da, wo ich das Ding reingesteckt hatte, nicht? Genau da war der Ort Lochheim. Jacobi war sich so sicher, dass er auf eigene Kosten gegraben hat. Uns ist mit schwerem Gerät und Tauchern versuchte er, die Sage endlich dingfest zu machen. Von Heldenlobebären, von großer Arbeit. Der spektakuläre Fund blieb aus. Aber das ficht Hans-Jörg Jacobi nicht an. Wir sind ja nicht die reinen Schatzsucher, dass man sagt, man will reich werden, sondern uns ging es eigentlich immer um die Sache, ist da was dahinter? Stimmt das? Das war für uns viel wichtiger, als irgendwie reich zu sein. Ja. Mir genügt zunächst einmal die Sache, dass man alle Faktoren, die es gibt, gehört hat, Gegner, Stimmen, Plus, Minus, und alles abwägt und man zum Ergebnis kommt, die Stelle von uns her bleibt, wir sind an der richtigen Stelle. Die Legende lebt vom sagenumwobenen Schatz im Rhein. Tja, ich bin mir sicher, dass Museen, Archäologen, Historiker, die uns übrigens prima unterstützt haben bei der ganzen Sache, vielen Dank dafür, dass denen nicht langweilig wird in Zukunft. Denn es gibt noch einiges zu entdecken. Hier schlummert noch viel in der Region. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.